Ein neuer Tag, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid und wir machen heute weiter mit der American Prototype Series. Ja, da steht uns als nächstes an und ich würde sagen, wir gehen doch ohne Umschweife rein. Was nehmen wir denn? Einen war den Acura oder den Cadillac? Wir haben sie, glaube ich, beide schon gefahren. Ich nehme aber diesmal den Acura. So, anfangen mit Crescent Valley. 2,89 Kilometer lang, diese Strecke. Immer mal wieder vor, was wir in der Cola trinken. So nebenbei. Trinken ist wichtig. Wir sind am Crescent Valley Raceway, wo heute die Grid World Series zu Gast ist. Wie sieht es heute aus, Kristen? Wir haben heute große Talente hier, Alex, und einige haben hier schon mal eine fantastische Performance geliefert. Wir können uns also auf ein hohes Niveau und viel Einsatz freuen. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird da? Entschuldige. So, der Start erfolgt jetzt. So, Platz 14 ist der Startplatz, den wir haben. Hier gibt es kein Time Attack, das muss ich mir wieder auf den Kopf schlagen. Weil wir müssen jetzt wieder auf Position kämpfen und das wollen wir auch. Dein Fight hat mein Teamkollege ziemlich hart gerade gegen einen der Cadillac, glaube ich. Oder ich komme aber auch nicht in die Position, dass ich ihn angreifen könnte, wenn ich keinen Platz auf der Strecke habe. Ich nutze meistens immer gerne die ganzen beiden Strecke aus. Der drückt sich aber auch genau da rein in die Lücke. Hey, pass auf, das ist dein Teamkollege. Ja, würde ich ja gerne vermeiden. Halt dich zurück, du hast jemanden, so weißt du. Ja, das geht mir mal wieder auf den Sack. Ich ziehe mal mit gerade, weil ich aber auch keinen Platz habe. Guter fliegt der Motor, aber. Ne, es ist ein Heckspoiler. Okay, der fliegt weg. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Luft dazwischen, okay? Das könnte. Ach, hier ist der Kollege, war das. Das war so ein Heck, also den er mal kurz angebissen hat. Jetzt haben wir mittlerweile P7. Jetzt sind wir vorne mit dabei. So, der Angriff auf die 2 und jetzt geht's vorne. Wahrscheinlich noch nicht auf die 1. Kriegen wir es noch diese Runde hin? Wir sind dann nämlich hier. Ja. Angriff. Bleib in Führung. Letzte Runde. Habe ich hier ein bisschen Ruhe, jetzt bin ich jetzt raus aus dem Verkehr, aber es war dann die erste Runde so keine wirkliche Möglichkeit mal durchzukommen. So, TK, aber TK hat mittlerweile nur auf Platz 5. Und wir können trotzdem ein Rennen, den Auftrag zumindest gewinnen. Dann haben wir es. 10. ist sogar noch geworden, also noch eine Position gewonnen. Ich weiß nämlich nicht, wie die Punkteverteilung tatsächlich hier ist, ob das mit, wie in der Formel 1 ist mit Platz 10 und etc., aber naja. Na gut, dann haben wir das auch durch. So, den ersten Teil zumindest. Es gibt ja noch ein weiteres Rennen.
Und da standen wir wahrscheinlich auch wieder irgendwo vom Ende des Feldes. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Ja, so, geht los. Von 11 starten wir den beiden. Ja, pass das Problem, auf, wenn du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Wie kannst du wirklich vor der Nase rumrennen? Ich komme viel später mit dem Bremsen ran als er. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Zurück. Du hast jemanden zur Weißen. Du hast bestimmt schon die ganze Zeit provoziert. Das war jetzt Absicht. Das war ein Strafbar dafür. Für das, was er eben die ganze Zeit abgezogen hat. So, der Angriff sitzt. Passt. Und wir gehen. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Kann ich mich aber schon mal komplett absetzen. Ja, der will jetzt aber jetzt auch, der will jetzt auch mal versuchen, nochmal ranzukommen. Nein, habe ich nur noch an der Backe kleben. Das war ein bisschen leichter Crash, der drin gehabt. So, es geht um unsere letzte Runde, auch die letzte Runde für heute. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Ja, ich finde, das ist mittlerweile groß genug, also eigentlich könnte er sich fixen. Das wird also der nächste Saison-Sieg werden. Oder der nächste Sieg werden. Gib ihm, wir haben es geschafft. Nun ja.
Gut, dann haben wir das auch. Ich glaube, wir haben sogar... Ja. Ja, wir haben über 24 Millionen, fast 24,5 Millionen Credit. Also dann, ich glaube, so, auf 1, 2, 3, das haben wir gelöst. So, das nächste, was uns jetzt ansteht, ist die Renault R26 Championship und die sehen wir uns dann morgen, ne, am Montag schon wieder an, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, auf jeden Fall am nächsten Renntag. Naja, bis dahin und Wiedersehen.